Der Crash geht weiter. Ab wann lohnt es sich für mich, Aktien zu kaufen? Lasst uns zunächst mal nach Europa, im Speziellen nach Deutschland schauen. Hier hat die Bundesnetzagentur eine sehr spannende PDF zuletzt rausgebracht. Den Link packe ich da unten rein. Und da habe ich mir einen besonderen Abschnitt rausgesucht. Und zwar geht es darum, wenn wir über Nord Stream 1 kein Gas mehr bekommen. Da heißt es nämlich, neben der Verbrauchsreduktion von 20% sind weitere Maßnahmen notwendig, um den Gasmengenlage im nächsten Winter zu verhindern. Also man kann sich das aktuell noch gar nicht so richtig vorstellen, was da alles noch auf uns zukommen könnte. Nicht nur, dass Unternehmen darunter leiden, kommen wir auch gleich noch zum Sprechen drauf, sondern auch, dass wir eventuell Blackouts haben und sonstiges. Also das ist schon echt richtig verrückt. Verrückt ist aber auch gleichzeitig, dass natürlich unsere Gasfüllstände steigen in Deutschland, das natürlich sehr gut ist, aber man muss halt sagen, jetzt fängt es ja erst an, kalt zu werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ab 1. Oktober ist ja dann auch diese Heizpflicht und sonstiges. Und da kann man dann zusehen, wie schnell normalerweise dieser Gasspeicher sich leeren wird. Meines Erachtens, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wenn wir dann den ersten Frost haben, dann können wir 2 Monate quasi einstellen, ziemlich genau. Und dann könnte es durchaus sein, dass unser Gasspeicher plötzlich leer ist. Das kann sich aktuell noch gar keiner vorstellen. Vorstellen hat sich das auch vor einem Jahr keiner können, dass man mittlerweile den 10-fachen Preis an Gas zahlt. Ich habe mich mit einigen Menschen unterhalten, die normalerweise monatlich so circa 150 bis 200 Euro für Gas bezahlt haben für ihr eigenes Häuschen. Und das schockiert mich selbst extremst. Die müssen jetzt einfach ein Einser vorne ranhängen. Also die müssen fast mit 1200 Euro aktuell im Monat rechnen, dass sie einfach Nebenkosten für ihr Haus haben. Ganz ehrlich, ich bin da total schockiert, weil da sind Menschen vor mir gestanden, die ich sehr schätze, mit denen ich mich immer gut unterhalten habe und die einfach jetzt aktuell keinen Ausweg sehen. Die gehen quasi nur arbeiten, dass sie ihr Haus abzahlen und dann noch die Nebenkosten zahlen. Und das ist schon richtig, richtig heftig. Genauso heftig wird es sein mit den Nebenkosten für Mieter. Einerseits steigt der Strom extremst an und andererseits die, die mit Gas eben heizen, egal ob Wasser und sonstiges. Also da kommt noch so viel auf uns zu. Das kann man gar nicht abschätzen. Ich habe zuletzt auf Telegram Umfragen gemacht. Also jeder Dritte hat eigentlich keine Angst oder macht sich wenig Gedanken über die Gas-Stromversorgung in Deutschland. Und das ist voll krass. Jeder Dritte ist tatsächlich davon betroffen. Also dass er quasi höhere Nebenkosten hat, mehr zahlen muss. Und mal ganz ehrlich, wenn man als Bürger bzw. ganz normal arbeiten geht, dass man nur noch seine Nebenkosten zu zahlen hat oder zahlen kann, das ist halt, boah, das ist richtig, richtig heftig. Und da bringt dieses Paket mit diesen 65 Milliarden Euro auch nicht wirklich viel, weil das einfach meines Erachtens, und das ist nur meine persönliche Meinung, einfach ein Tropfen auf einen heißen Stein ist für Sachen, die man selbst zu verantworten hat, in Anführungsstrichen. Also gehen wir weiter, und zwar Strom. Strom wird zum Beispiel aus 15% aus Gas gewonnen. Das Dreckigste, was gibt, und zwar die Braunkohle, wird jetzt auch wieder hochgefahren. Also so grün ist das Ganze nicht, was wir da aktuell fabrizieren. Und natürlich haben diese hohen Nebenkosten, egal ob das jetzt Gas ist, ob das Strom ist, haben auch Folgen für die Wirtschaft. Und zwar die ersten Firmen gehen insolvenz. Einmal Hackle, der Toilettenpapierhersteller, und Görz, das ist ein Schuh. Verkäufer, also ein ganz großes Unternehmen gewesen in Deutschland, die sind jetzt pleite. Und da kommt aber meines Erachtens noch viel, viel weitere Insolvenzen auf uns zu, weil es geht ja einerseits natürlich auch die Bäcker, das Thema haben wir ja schon überall gesehen gehabt, genauso wie Gastronomie, die, boah, ich weiß nicht, was da noch alles auf uns zukommt, und ich möchte mir das gar nicht vorstellen, weil es gibt ja, also natürlich für die Privathaushalte ist es fatal, aber genauso für Unternehmen, die einfach energiehungrig sind, egal ob das jetzt Unternehmen sind, die im Stahl- bzw. im Rohstoffsektor unterwegs sind, die sind ja extremst energiehungrig, genauso wie der Chemiesektor. Das ist ja unvorstellbar, was da noch alles auf uns zukommen könnte. Und der Lieferstopp über Nord Stream 1, das ist ja für jeden bekannt, und da hat der russische Botschafter schon angeboten, macht es doch einfach Nord Stream 2 auf. Und da muss ich einfach auch sagen, verstehe ich nicht. Also einerseits kann ich es natürlich verstehen, diese Sanktionen, aber
Es ist ja total kontraproduktiv, was wir da machen. Wir haben uns da komplett selbst ins Knie geschossen. Man muss jetzt nochmal extra Geld in die Hand nehmen, damit wir da irgendwie um die Runden kommen. Und ich muss halt sagen, da sehe ich halt für mich persönlich keinen Sinn, dass ich in Deutschland investiere. Ich habe hier das Performance-Diagramm mit dabei und ihr seht den DAX in Rot dargestellt. In Schwarz dargestellt ist mein eigenes Depot. Ich sehe aktuell überhaupt keinen Sinn für mich persönlich in deutsche Unternehmen zu investieren mit diesen Problemen, was wir hier aktuell haben. Es gibt ja auch kaum Lösungsansätze, deswegen sind ja auch die Privatpersonen ziemlich angepisst, weil sie einfach aktuell keine Lösungsvorschläge sehen, wie man eben diese hohen Nebenkosten einfach umgehen könnte. Und das ist ja etwas, natürlich nicht heizen, aber dann machst du ja am Ende des Tages natürlich deine eigene Immobilie kaputt oder die Mieteinheit, wo du drinnen bist oder sonst irgendwas. Also deswegen, solange es hier einfach keine Lösungsansätze gibt, muss ich sagen, lasse die Finger von deutschen Aktien, auch wenn es extremst schwer fällt. Schaue ich doch lieber mit einem Blick, eigentlich mit beiden Blicken nach Amerika. In Amerika ist so, der Leitzins, der wird jetzt auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen, also nächste Woche nochmal angehoben. Da bin ich mir absolut sicher, entweder 0,75% oder tatsächlich 1%. Was hat das zur Folge? Natürlich einerseits die ganze Problematik mit dem Immobilienmarkt, der ist heiß gelaufen. Man merkt schon, die Hypothekendarlehen, die liegen bei ca. 6%. Es sind mehr Häuser am Markt oder es werden immer mehr Häuser. Der Preis geht langsam zurück. Da leiden auch viele Unternehmen darunter. Und gleichzeitig steigt auch die Inflation wieder an. Und ich glaube jetzt langsam auch, dass der Ölpreis tatsächlich wieder steigen könnte. Und das hatte dann auch wieder zur Folge, dass die Verbraucherpreise weiter steigen. Aber das ist ein echt schwieriges Thema aktuell. Und deswegen habe ich mir überlegt, so, was könnt ihr machen? Wann wäre das Ganze eben für mich dann auch interessant? Weil ich habe aktuell einfach noch eine große Cash-Position und bin da absolut froh drüber, muss ich sagen. Und das war ja auch mein Ziel, dass da irgendwann interessante Möglichkeiten kommen, dass man investiert. Und man muss auch sagen, natürlich mein Schwerpunkt liegt auf Amerika, weil dort einfach auch am Ende des Tages die Musik gespielt wird. Es ist der Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und in dem Land läuft es auch nicht alles perfekt, aber die haben einfach die bessere Aktienkultur, die bauen auch ihre Altersvorsorge auf Aktien auf und ich nehme mir da einfach für meine persönliche Bewertung immer gerne den S&P 500 her. Das sind die 500 größten Unternehmen Amerikas drinnen und die erste rote Linie wäre bei 3600 Punkten. Ab da wäre dann langsam mal der Markt für mich so, wo ich sage, so, das ist jetzt langsam wirklich fair bewertet, muss aber auch davon ausgehen, dass einige, nicht nur viele, sondern einige Unternehmen auch ihre Schätzungen, einerseits Umsatz- und Gewinnschätzungen für dieses und für nächstes Jahr eventuell anpassen. Einige Unternehmen wird es richtig schwer treffen, vor allem die, die hoch verschuldet sind und diese sagt es mal schnell, diese Kredite dieses oder nächstes Jahr ab oder in 3 Jahren auslaufen und die sich neu refinanzieren müssen, für denen wird es richtig schlimm. Aber man sieht dort einfach, also ich sehe für mich persönlich dort einfach das bessere Chancen-Risiko-Verhältnis. Deswegen ist mein Fokus vorwiegend auf Amerika. Und wie gesagt, also S&P 500, wenn der unter 3600 kommt, also es ist ja nicht fix, dass das passieren wird, da ist für mich dann das interessante Chancen-Risiko-Verhältnis gegeben und da fange ich dann auch an, peu à peu in Aktien wieder zu investieren, beziehungsweise da kommt auch dem nächsten Video raus, deswegen gerne mal den Kanal abonnieren. Es gibt ja schon viele Unternehmen, die extrem spannend sind, aber man muss halt geduldig sein. Das sind Probleme aktuell, die sind nicht von heute auf morgen weg. Das hat man vor 3 oder 4 Monaten geglaubt. Aber das Thema, das wird uns auch noch viele, viele Monate und Quartale beschäftigen. Und was aber extrem wichtig ist, das auch zum Verstehen, also ich bash nicht Deutschland, ich bash nicht Amerika, das sind nur meine eigenen Meinungen. Und das hört sich immer so böse an, aber in so Situationen, in so, wie sagt man da, in so schwierigen Marktphasen,
Ich habe es nicht immer richtig gemacht, aber man wächst ja auch mit der Verantwortung. Werden einfach das Kapital oder das Vermögen für viele weitere Generationen ja, erschaffen quasi. Da bin ich extrem froh, dass ich mich die letzten Monate um meine Cash-Reserven gekümmert habe, dass die quasi gesteigert worden sind. Und jetzt irgendwann kommen dann einfach für mich hoffentlich mal interessante Möglichkeiten, dann einfach Schalldeckeln aufzumachen und voll rein zum Holzen mit dem Kapital und das dann über viele Monate, Jahre hinweg zu sehen, wie sich das Ganze einfach entwickelt. Und ja, da würde es mich freuen, wenn wir den Weg gemeinsam gehen.